Hey, meine Lieben, willkommen zurück im Erdgeschoss vom im Königshain Schloss. Der hat uns ein bisschen tief fallen lassen, aber da kommen wir schon wieder hoch, keine Sorge. Diese kleine miese Ratte. Und da ist ein sehr schönes Wimmelbild. Goldener Ring, Manuskript und Glas Wein. Gott, diese Säufer hier, ey. Ich mag Wein überhaupt nicht. Also, ich hab's mal probiert, ja. Ein, zwei Gläser vielleicht im Leben getrunken, aber ganz ehrlich, ist absolut nicht mein Ding. Eisenhandschuh. Wortwörtlich die Iron Fist. Wer jetzt an was Perverses denkt, du bist ein Ferkel. Nee, Spaß. Zweideutig. Wer zweideutig denkt, lebt länger. Jo, grünes Juwel. Ja, okay, gut. Taschentuch. Braucht jemand ein Taschentuch? Oder hat jemand meins? Taschentuch. Ach so, jetzt von diesem unseren Freund hier in der Figur. Hier. Das Wein. Geldbörse. Okay, da ich hätte schwören können, dass das eine Geldbörse ist. Ah, schaut mal, da ist ein Easter Egg aus dem zweiten Teil, nämlich Eventide, der Zauberspiegel. Diese Spiegel hier hinten waren die Sammelobjekte oder. Unter anderem auch Karten, aber Sammelobjekt. Finde ich schön, dass sie es hier eingebaut haben. Okay, Geldbörse. Wo ist denn hier ein Königreich für eine Geldbörse? Okay, das war ein Geldsack, aber gut. Eiskette. Was versteht ihr unter einer Eiskette? Das kaputte Ding, alles klar. Nee, das waren Perlen. Nämlich den Helm. Nämlich die Sanduhr. Dahinter verbirgt sich natürlich eine Voodoo-Puppe. Alles klar. Hallo, Heißkette? Kriegen wir das Juwel. Wird wahrscheinlich hier rein. Haben wir schon mal eins. Sonst, ich kann hier. Noch eine Karte. Eine Karte fehlt uns noch. Eine Giode mit kostbaren Edelsteinen könnte in innen versteckt. Achso, in den Ding könnte ein Edelstein versteckt sein. Ja, hau drauf, du Lachs. Ja, okay, und jetzt? Ich muss euch jetzt malen, damit es die richtige Form hat. Okay, dann. Ein Holzfarn. Hier kommt irgendwas quadratisch praktisch Gutes rein. Schatzkammer, ja. Gut, räum ich ihn. Ich brauche einige dieser Kristalle. Um das Ganze zu verteilen, oder wie? Ein guter Platz für einen glühenden Kristall. Mal schauen, ob hier irgendwo ein Sammelobjekt ist. So ein Monument oder wie die Dinger heißen. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen. Hab ich das? Ich will die Karte. Darf ich hin? Mobbing am Arbeitsplatz. Jetzt, oder? Wow. Hallo Karte. Alle Karten gefunden. Eine halbe Schere. Errungenschaft freigeschaltet. Mythologie-Experte. Die Truhe ist abgeschlossen. Was auch sonst. Ja, ist ja nichts Neues. Und auch das haben wir alles. 45 von 45. Wir haben alle Sammelobjekte gefunden. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein klein bisschen stolz auf mich, was das hier angeht. Schnipp, schnapp, wir haben eine Schere. Etwas ist in den Schreibtisch verborgen. Die Figur ist damit irgendwie verbunden. Ja gut, dann müssen wir noch weiter suchen. Ja, weißt du, ich klicke hier hin. Ach. Der Schlüssel ist hier festgebunden. Ich kann ihn nicht nehmen.
sonst immer den Spruch, ja, aber ich könnte es ja abschneiden. Aber jetzt diesmal nicht, oder was? Fehlt uns trotzdem noch das hier. Den Blütenstaubstängel ums Kopf. Mit der Spieluhr. Das sind eine Menge Diamanten. Ah, da muss doch. Dann wieder hier hin. Das wird definitiv wieder ein Rätsel. The flower fern is a magical treasure that can grant any wish. Only a person pure of heart can find it. Okay. Ei. Ich hätte jetzt viel Schlimmeres erwartet, wenn ich ehrlich bin. Muss ich nur aufpassen, wie ich das Ganze mache. Mit Geduld und Schmackes natürlich. Irgendwas stimmt noch nicht richtig. Ah, die Schlange. It can grant you riches or can help your dear ones to get back to health. Use it wisely. Sowas nennt man ein Wimmelbildspiel in die Länge ziehen wieder. Aber gut. Ich will es halt nicht. Ich meine es halt wirklich nicht negativ, aber ich spiele schon so viele. Ich spiele schon so viele Wimmelbildspiele, wo ich das. Das merkt man eigentlich. Ich meine, ich habe kein Problem damit. Ich genieß das Spiel richtig. Ah, komm. So, damals doch. Heile John, ja. Gut, das heißt, wir. Warte mal, auch ist es das dann? Eine Aale. Da kann ich auch rumpicken. Das sieht für mich aus wie ein Schleifstein. Okay. Now I will be protected from the king's missiles. Ja, und zack. Türschlüssel. Gut. Wird bestimmt ein Rätsel. Okay, let's do this. Come on, little flower. Do your magic, please. The flower. Its magic made me stronger. You were right all along. I do have powers. The king teased me, provoked me into using it, but I can't control it. It just bursts from me. Don't worry. I understand this magic and will guide you. Just join your power with mine. We must destroy the prism. Okay, soll ich ihm den Schild geben? The ritual is complete. I have no need for you anymore. Die. I need to fight the king with the scepter. Okay, mein lieber König. Das hat er nicht mit drin. I will kill the both of you. John, go, get the prism.
Hallo, ich hab doch mal drücken dürfen. Oh no, Aitvar, you'll pay for that. Ha! You can't stop me now! Oh je. Übermut tut selten gut, mein lieber Zauberer. Oh Gott. Das war reiner Glückstreffer. John, now! No! At last, it's over. Mary, on behalf of all magical creatures, I thank you. As the old laws say, whomever defeats the king will take his place on the throne. John, you are the new king of Virai. You may return to Earth to say goodbye to your world. Please, present the scepter to John. Rette die Welt. Ja, hier bitte, John. I'll do what I can to prove worthy of this honor. Thank you, sister. You never stop believing in me. Mary and John return to Earth, bringing the flower fern back to the valley. Mary decided to remain behind. John returned to Virai with Aitvar. There, he would protect the balance between two worlds, the human and the magical. Und die Credits bestätigen es, meine Lieben. Wir haben Eventide 3, Erbe der Legenden, durchgespielt. Natürlich wieder Artifacts-Werbung. Ich schau mal kurz bei mir. Gibt's ein Bonuskapitel? Nee, da nicht. Extras. Alle Teile sind zusätzlich, könnten Spoiler beinhalten, das ist mir wurscht. Minispiel, Wallpaper, Construction, Videos, Musik. Nee, es gibt kein Bonuskapitel. Aber schauen wir uns mal die Wallpaper an. Da hätte ich auch nehmen können als Thumbnail für die Folgen. Aber ich dachte mir, wenn dann schon immer das Titel-Coverbild wäre schon super. Schaut schon schön aus, wir kennen ja die Orte, da waren wir ja alle. So, was haben wir noch? Konzeptkunst. Ja, das ist der König. Das sind diese Echsenviecher. Da haben wir Aitvar. Den hätte ich zu gerne als Plüschtier. Ich meine, schaut euch ihn doch mal an. Das wäre doch präsentiert für ein Plüschtier. Da haben wir den Gefangenen. Den Gefangenen mit Farbe und Aussehen. Da haben wir unseren Bruder. Da haben wir nochmal die verschiedenen Gesichter vom Bruder. Da haben wir nochmal den König ohne seine Kräfte, mit seinen Kräften. Ja, das soll wahrscheinlich Perun darstellen. Perun in verschiedenen Varianten. Was haben wir dann noch hier? Trophäensammler. Ja, dann schauen wir uns mal hier um. Wir müssten ja alles haben. Das sind wahrscheinlich wieder Kreaturen. Ja, gut. Perun, Gott des Donners und des Blitzes, verehrt als höchster Gott und Schöpfer der Welt. Svarok, Gott des Feuers, manchmal auch als Gott der Schmiedekunst bezeichnet. Veles, Gott der Erde, der Gewässer und der Unterwelt, er kann Himmels kontrollieren und hasst
Karun. Timei, sei welcher Drache, der in den Wolken wohnt und schlechtes Wetter bringt. Okay. Da haben wir wieder Eidwar. Vogelähnlicher Wächter des Hauses und seine Bewohner. Den hätte ich gern auch als Wächter. Lada, Göttin der Liebe und Ehe, des Sommers, der Schönheit. Sie wird während des Sommers Sonnenwende verehrt. Sommersonnenwende verehrt. Dann haben wir hier Zivia, Göttin der Gesundheit und Heilung. Sie wird oft mit körperlicher Kraft assoziiert. Murana, Göttin der Ernte, der Hexerei, des Winters und des Todes. Die Zoria, zwei Wächtergöttinnen, die den Morgen und den Abendstern repräsentieren. Wolkenwesen, starke Männer, die in den Wolken leben. Sie kontrollieren das Wetter, indem sie die Wolken mit Seilen bewegen. Zitjot, Gott des Krieges, der Furchtbarkeit und der Fülle. Mokosch, Göttin verbunden mit den weiblichen Kräften, die große Mutter. Yario, Gott der Vegetation, der Fruchtbarkeit und des Frühlings. Er bringt eine gute Ernte. Gutes Deutsch. Stribok. Heilischer Geist der Winde, des Himmels und der Luft. Farnblume. Keine Gottheit, aber eine mächtige magische Pflanze, die jeden Wunsch gewähren kann. Sie blüht nur eine Nacht im Jahr zur Sommersonnenwende. Die könnte ich gebrauchen. Da haben wir die ganzen Ativar-Ornamente gesammelt. Was haben wir hier? Ach, das sind hier... Oh, was denn? Schnell und präzise Banner, ein beliebiges Wimmelbild puste in weniger als 30 Sekunden. Vor allem alle Wimmelbildpässe ohne einen Hinweis. Ja, das haben wir leider nicht geschafft. Da war ich doch wieder ein bisschen zu ungeduldig. Geschichte. Da haben wir alles bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das mit Minispiel haben wir leider nicht geschafft. Oder doch, ich weiß es nicht, weil hier unten ist irgendwas frei. Errungenschaften. Ja, hier sind zwei graue. Lies alle Notizen, die im Spiel zu finden sind. Haben wir nicht geschafft. Wenn alle Runen Minispiel ohne Fehler. Ja, das haben wir leider vergeigt. So, ich glaube, ich habe hier alle... Ne, hier ist noch was. Neugelegt. Du hast die erste Karte. Ja. Das sind die ganzen Karten. So, meine Lieben. Ich glaube... Ja, ich zeig mal hier die Puzzles noch. Die ist... Die es hier gab, die Wimmelbilder. Aber nur so. Weil ich habe Angst, dass wenn ich jetzt draufklicke, dass ich da was spielen muss. Minispiele, ja, das hatte ich am liebsten immer gemacht. Das Puzzeln auch. Das fand ich schade, dass das so schwer war. Und das war auch sehr super. So, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt, meine Lieben. Das war's jetzt. Ich glaube nicht, dass es einen vierten Teil geben wird. Oder noch in Arbeit ist vielleicht. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Wimmelbild-Abenteuer, was natürlich wieder geheim ist. Ein Cliffhanger oder so. All meine Wimmelbild-Dinger sind Cliffhanger. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Und hier oben kommt ihr noch zum zweiten Teil. Nicht vergessen. Tschüss.